Warte, der kriegt schon mal. Da sind wir wieder. Und hi, hallo. Bebe. So, jetzt kann es losgehen, oder? Enderman ja. Und so. Enderman, weil es gerade passt, ja. Okay, dann mach die ich die Axt, obwohl, nicht die Pfanne. Ja, er hat die Axt. Hm. So. Okay. Das heißt, du kämpfst alleine, weißt du, ne? Warum alleine? Ja, weil wenn jemand anders aus Versehen den letzten Schlag ausführt. Oder ist egal, welcher Schlag es ist. Ne, ist der letzte, ne? Er muss der letzte sein, ja. Ja, und ich weiß nicht, man hält eh nur zwei Schläge davon aus, also kannst du da auch selber damit hauen. Naja. Ja, wenn du auf die Füße okay. haust, geht er ja eh nicht weg, also. Ich mach mal, ne? Ich mach ja, mal. Naja. Weil ich weiß nicht, ob Frugal auch wirklich auf... Naja, was soll's. Wenn er auf die Füße geht, ja. Dann geht das klar. Aufgepasst, gleich kommt er. Ja, auf Frugal auch, auf Mobs geht, meine ich. Ja, wenn nicht. Naja, egal. Ich hab... Dauert noch kurz, warte. Wofür sag ich Smite gut? Genau, Smite ist eben das, was durch dieses Graveyard-Soil kommt. Eben das für Untote, also zum Beispiel Skelette. Okay, gut zu wissen. Na, wo bleibt er dann? Lädt noch. Sollte gleich kommen. Muss man da noch irgendwelche Jungfrauen reinwerfen? nein. Bietet sich ja jemand an, oder wie? Nein. Möchtest du? Nein. Ah, da ist alles. Ja, dann mach du mal. Bevor er runterhüpft. Ja, jetzt schlage ich ihn nicht mehr. Soll ich ihn angucken? Hm, stimmt. Ging ja auch. Dass er zu mir geht. Nein. Na dann los. Dafür sind noch zwei Schläge. War nix. Geil. Nichts, außer so ein paar Orbs. Oh. Aha. Und das Wasser ist leer. Es war nur die eine. Aber wir kriegen noch eine als Questbelohnung. Ja. Von dem, wenn wir Soul Sand, Glowstone und... Übrigens, hat irgendwer von euch sein Buch gedroppt? Nee. Weil ich habe jetzt zwei von diesen. Ich habe drei. Ja, kriegt man immer. Und okay. Irgendwie immer beim Server Restart 1. Ja, dann lege ich die alle in das Bücherregal. Joa. Okay. Der Stahlkram. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Ach, ich bin noch nicht wieder im Dings drin. Dann warte ich noch kurz. In der Dings, nein. Das ist so unglaublich kompliziert. So, dann da hinklicken. Oh, ich wurde nicht eingeladen. Oh, sorry. Schließ mich halt aus. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. So, jetzt hast du es aber, glaube ich, oder? Ubermenschen. Ubermenschen, ja. Weil normale Menschen vergeben waren. Bin drin. Gut. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, das sollte alles sein. Wir haben nur noch 8 Leben, wir hatten 30. Hm. Moment. Och nee, oder das wird durch Crafting aktiviert. Was? Hier da das Stahlding. Hm. Also ich darf den ganzen Mist nochmal machen. Hm. Und abgesehen, Bookbinder habe ich jetzt hier schon fertig. Ja, ja. Ach, das war richtig so. Ja, ich weiß, ich habe aber halt das Viertelherz dafür nie gekriegt, aber das ist egal. Hm. Ja, nicht das ganz. War ohne Strich. Ja, guck mal, Vogel. Ja. Warum auch immer die Leben auch resettet wurden, ne? Keine Ahnung. Weil er die alten Loks komplett zerlöscht hat. Achso. Nicht nur gelöscht, sondern zerlöscht. Weil die irgendwie ist noch aggressiver. Hm? Das ist noch zersetzt währenddessen. Gelöscht mit Säure. Ja. Hey, da fehlt eine Fackel. So. Hm. Was mach ich jetzt? Soll ich den Kram wirklich nochmal neu craften? Bäh. Ich kann's ja auch aktivieren. Das wäre sehr nett. Aber dann hast du ja den, Zeug dafür nicht, oder? Oder kannst du es auch so, dass man das Zeug noch. Rewarded. Dang.
Das okay. geht, ja. Weiß die ganze Gruppe noch nicht gerade. Ah, okay. Ja, weil wir sehen es ja. Hier auf dem Controller habe ich Scorched Duct, Scorched Drain und Scorched Bricks. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Steelworks habe ich natürlich jetzt auch und die Yellowrium Dust und so habe ich nicht. Ach, stimmt. Da geht uns natürlich eine Reward wegflöten. Naja. Ja, was soll's. Was? Ich überleg nur, High Oven Jinx war's, ne? Ja, High Jinx. High Oven High Jinx. Gut, ist completed. Wundervoll. Open. Sarge Bricks wollten wir, ne? Ja. Wir sind solche Cheater. Aber wenn's nicht anders läuft, ne? Ja, wie gesagt, es war ja alles legal und soweit. Ich hab die Sachen, ja. Boah, ehrlich? Magnum. Wie geil. Ich hab einen Kuchen bekommen, der Lügelei genicknamed ist. Ja, hatten wir schon mal. Cool. Lei. So, was hab ich denn hier? Gut. Orvi Decker Reward. Color Bricks. In allen Farben und Formen. Ach, schon wieder? Ja. Wo sind denn die Grassporen? Sporen, wir haben fertiges Gras schon. Was? Wo? Echt? Ja, oben in der Schrottkiste. Du hast übrigens pinke Bricks vergessen. Ja, die sind mir irgendwo aus dem Inventar rausgefallen, glaube ich. Weil es zu viel war. Ach so, in der Schrottkiste da oben. In der anderen. Hey. Was? Letztes. Ich bin gerade so dumm zum Sehen. Ja. Unten rechts. In der hinteren Kiste. Oben. In der Decke. Ach so, nein. Ich meine Gras. Ja, ist doch Gras. Nee, ich meine halt Erde. Gras. Im Deep Tank Control habe ich auch schon, übrigens. Den was? Den Deep Tank Controller. Ah, wofür braucht man den? Für die nächste Quest, die auch auf Crafting aktiviert wird. Oh nee. Doch, siehst du ja. Hat noch jemand ein Herzviertel? Sicher. Nö. Na, und dann kann ich noch ein Herz erstellen. Herz für Menschen. Über Menschen. Ach komm, das Ding ist doch billig, das kann man doch selber schnell machen. Aber ich weiß nicht, ob das die Quest wirklich nur aus dieser einen Crafting-Task besteht. Okay. Wo gehören die ganzen... Warte, hat man hier noch... Ja gut. Torch Bricks hin. Ich habe 20 Torch Bricks im Inventar jetzt. Ich irgendwie auch, hey. Ja, das ist das aus dem Reverse. Könnt ihr alle mir hinschmeißen. Tue ich auch. Ja, das ist da oben rein. Da oben ist eine Kiste. Hier sind überall Kisten. Ah, aber da oben ist die richtige Kiste. So, bist du jetzt aktiv? Schön. Claim Reward. Sieh grad, wir haben für, Und noch ein Viertelherz. Wir haben keine Note, sehe ich gerade. Hier ist nirgendwo eine Note in der Nähe. Nee, die kriegst du dann, so geschenkt. Ah, das ist geil. Kriegst du einfach mal so geschenkt. Ich habe Papier mit Respiration 3. Hatten wir schon mal. Ich weiß. Ich hab gleich ganz, ganz viel Papier, weil Sugarcane langsam hier voll ist, die Farm. Ja, 3 dann bitte für mich. Ah, für ein Buch, oder? Ja. Ah. Gut. Hast du schon 3, oder? Ich habe schon 4 sogar. Okay. Kann ich erstmal hier zu Ende pflanzen? Weil ich jetzt dann doch gern dieses Stahlbuch haben wollen würde. Es muss ja so sein. So, oh, hier ist ein Apfel. Nice. Ach, brauche ich sogar nur eins. Thank Pleasure. Yeah. Gut, hätte ich mir auch sparen können. Ich habe 9 Papier. Papier lege ich einfach mal irgendwo rein, ne?
Da so. Naja. Ich hab Papier, das ist voll toll. Holz. Ich will Kram da oben. Ach, ja. Oh, das ist schon wieder alles voll. Alchemie. Ja, habe ich voll gefüllt. Nicht schlecht. Da klaue ich mir dann ein bisschen was, wa? Kannst du ruhig alles nehmen. Gut, dann wird die Tierfarm dann fertig sein. Hoffe ich. Oh. Zwei direkt noch. Ein Gold, ein Eisen. Haben wir Glas da? Normales? Nee. Ich weiß nicht, ich glaube zwei müssen wir noch haben. Ja, dann fehlen mir noch drei, also egal. Haben wir Sand gerade da? Auch nicht. Kann ich mir einfach schmelzen gleich, ne? Naja. Kann ich mir aus Cobblestone schnell packen. Eben. Ja, dann mache ich das auch gleich. Brauche ich mir noch schnell einen Hammer? Da drauf. Ich kann einfach wirklich einen Steinhammer, weil ich meine, ne? Okay, und jetzt hoffen, dass Mobs spawnen. Ach schau mal, wo baue ich denn das Stahlteil jetzt hin? Links ist kein Platz, rechts ist kein Platz. Was willst du wohin bauen? Praktisch noch eine Smeltery, nur besser. War einfach hier in die Richtung weiter. Okay, ja, stimmt. Hier hast du noch so einen kleinen Weg. Ja, muss ich mal gucken, ob das vom Platz erreicht. Oh. Dann brauche ich das Buch im Montan. Kannst ein Stück nach hinten gehen und dann eben, ne? Naja, bei die Hühner halt. Wo ist die Mackentort her? Hehe. War die gerade dabei, oder wie? Ja. Okay. Zwei Stück einfach hierhin platziert. Glaube ich dir jetzt einfach mal. Ja, ist echt so. Die war da mit dabei. Bei dem Reward-Bag gerade. Okay. Ist nicht Redstone aktiv? Magnum Glock und so. Weil dann könnten wir die doch ganz einfach zum Ausfallen der Mobfarm verwenden. Hm. Das wäre gut zu wissen, ja. Warte mal, ich mach mal schnell ein Level. Nö. Schade. Leider nicht. In den Crucible kann man da einfach so Cobblestone reinschmeißen, ja. Oder? Da habe ich nämlich fast zu viel übrig. So. Oder einfach rechtsklick. Achso. Da kriegt dein riesen Crucible da einen Pimmel. Was? Macht so viel Spaß. Mami, Simon spielt an seinem Crucible rum. Ja. Was? Du hast auch Spaß? Ich? Nee, Frank. Nee, der hat keinen Spaß. Ja, natürlich. Muss ich erstmal ganz hart und männlich Steine verprügeln. Oh, okay. Okay. Dann verprügel mal Steine. Nur weil die kleiner sind als du, oder was? Gleich sind sie's. Du Feigling. Immer auf die kleinen Dicken. So, Steelworking and you. Also Gravel wird dann haben wir auch zu Sand, okay. Also ist ein Hammer eigentlich wirklich im Prinzip nur ein Grinder. Ein manueller. Ja. Danke, Manuel. Oh Mann. Ich habe mal eben zwei Stacks Brot mitgenommen, ne? Ist okay. Ist zu kompliziert. Alles ja. Meins. Ah ja. Nee. Nee. Lege ich mal in die oberste Kiste. Konstruktion.
mal rein, Squash Bricks. Lilypads wären jetzt geil für die Sugar Farm. Oh, kriegen wir bestimmt noch. In irgendeiner Crappy Bag. Platz! Hey. Wer spielt da schon wieder? Was ist dieses Deep Tank Dingen? Man kann einen Reed Burglar machen. Ah ja. Das ist wahrscheinlich für die Baumblätter wieder. Ein Zuckerwürfel. Was bringt das? Mal schauen. Das ist ein bisschen schneller. Plop, plop, plop. Sacrificial Orb. So. Keine Ahnung, was das macht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es nur, opfern. Und zwar dem großen Buch des Almighty Questings. Okay. Was ist ein Punji Stick? Punji Stick, keine Ahnung. Ich mach den mal. Oh, ich hab grad Deep Tank. Den kann ich jetzt claimen. Hab ich gar nie gemacht. Reward Bag. Das war eine. What the fuck? Gute. Ach, der Müll schon wieder, okay. Hä? Was? Was ist dieser Punchy-Stick? Ja, lass mal sehen. Guck. Kann man die, muss man die so zerschlagen? Wie machst du die auch? Keine Ahnung, die hat man machen können. Das hast du nämlich gerade für den Sugarcane verschwendet. Oh. So ja. Oh mein Gott. Hinten steht eine ganze Menge. Todesstrafe. Also ich wäre für Todesstrafe. Ah. Das ist eine Lösung für unser Mob-Problem. Was? Was ist das? Das tut weh, das Oh, hallo. Geil. Warte mal, gehen da Items kaputt? Nein, nee. Die gehen nicht kaputt. Sau geil. Tja. Okay. Deswegen habe ich sie gemacht. Jetzt hat noch jemand ein Viertelherz oder nicht mehr? Nee. Okay, dann fehlt uns ein Viertelherz jetzt. Okay. Invar Armor, geil. Ja, den habe ich angeworfen. Ja, die lassen wir auch mal da, ne? Ich bräuchte hinten eine Fiole. Oh, Essentia Fiolen, das ist so geil einfach. Boah. Ja. Da geht mir das Herz auf und fängt an zu bluten. So, zur Automatisation. Ich glaube, den Ignis Extrude verwenden wir da besser. Oder? Boah. Ja, erzeugt nicht so viel Deck. You're a Wizard, Steve. Manual Submit. Fertig. Hast du noch einen Sugarcane für mich? Weil dann könnte ich die Farm fertig bauen. Gleich haben wir 4 Ironwood Wands. Das ist voll geil. Und 4 Summon Armorcons. Gut, wollen wir Rune of Sacrifice oder Efficiency Rune? Ich weiß nicht, ich habe damit nie gearbeitet. Ich auch noch nicht, lassen wir es erstmal kurz. Aber ich will meinen Reward haben. So. Moment, jetzt Rune. Jetzt ich nehme Efficiency Rune jetzt einfach mit, ist mir egal. Game Reward. Nimm du Efficiency, dann nehme ich Sacrifice. Wow, da ist ein Boss Creeper. Oh mein Gott. Ja, bitte. Hehe. Ponk. Greater Reward Back. Oh, der heißt Ultra Electrified Creeper of Mission Control. Was? Ja. Der Sacrificial Stone tut mir weh. Ja, ist ja. Übrigens aus der. Au. Es reicht. Aus der Greater Back, die ich da gerade geholt habe, ne? Ja. Was hast du da rausgekriegt oder was kriegst du da raus? Moment. Jetzt krieg ich ein schönes. Okay, but not great. Slimy Sapling, Blood Sapling, Amaranth Sapling. Ach, der mal wieder. Ja. Und du? Ich hab
nochmal was zum Futtern gekriegt. Also Kornsamen. Lettuce, was ist Lettuce auf Deutsch? Salat. Salat. Das ist normaler Salat, okay. Und Blackberries. Okay. Ich kann Handys pflanzen, was? Magnum Torch, was? Ah, das sind die Dinger, die hier rumstehen. Vorhin das Mobs bauen. Echt geil. Oh, cool. Willst du mit deinen Punji-Sticks nicht erstmal ein bisschen was warten? Warum? Ja, bis wir da einen Vacuum Hopper haben. Hä? Was wird das bringen? Dass wir dann problemlos da reinkommen. Tu dir doch so oder so. Ne, müssen wir die Punji-Sticks jetzt wieder abbauen. Ne, warum abbauen? Ist doch ein Vakuumhopper, der zieht doch an, oder? Ja, aber der muss da halt auch rein platziert werden. Der zieht nämlich nur im 1x1 Radius an, also, ne, 2x2, so, also im 3x3 Feld. Ja, ein Ding kann er rein, ein Block. Ja, dann ist es eh kacke, dann sterben wieder nicht alle Mobs. Ja, kann man da nicht oben drauf platzieren? Wenn du so, eben so einen Punji-Stick drüber platzierst, weiß ich nicht, ob das nicht geht. Das dürfte gehen, weil es scheint, als würden Items durch. Außerdem werden die wahrscheinlich reinlaufen, früher oder später. Das kann sein. Was ich mich gerade wundere, warum spawnen keine Mobs? Wir sind zu nah dran, glaube ich. Ja. Sicher. Oder geht die Magnum Torch einfach in einem... Oh. ...radischen Nein. Bereich. 64x64. Ja gut, okay, klar geht das ja nicht. Okay. Dann musst du beide abbauen. Ich nehme an, du wirst dann mit Thorncraft weitermachen, oder? Wenn ich darf, klar. Ja, sicher. Jetzt. Aber okay, halt auch erst ein bisschen was später, weil da muss ich noch einiges für machen jetzt erstmal. Okay. Oh, mach mal eine Automatisation hin. Ja. Es funktioniert. Geile Scheiße. Richtig geil.